Hallo, liebe Wurzelfreunde! Mein Kleiner leidet ja unter Neurodermitis und dadurch habe ich mich mit meinem Kinderarzt durch sämtliche Produkte getestet, um die richtige Therapie gegen diese juckenden Hautausschläge zu finden. Und ein Wundermittel hat uns auch sehr, sehr geholfen und das war das Aloe Vera Gel. Deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was über die Pflanze und die Anwendungen erzählen. Demnächst kommt dann noch ein ausführliches Video über die Neurodermitis, die in vor allem den arabischen Wüstengegenden vorkommende Heilpflanze erinnert ja entfernt an eine Kakteen, ist aber eine Lilienart und kommt in vielen hier erhältlichen Produkten und Kosmetika vor. Am bekanntesten ist sicher die Wirkung des Gels gegen Verbrennungen, aber was kann diese Pflanze wirklich? Also prinzipiell kann man sie sowohl äußerlich als auch innerlich anwenden. Nur hier ist äußerste Vorsicht geboten, wenn man sie innerlich anwendet, also zum Beispiel den Aloe-Saft trinkt. Und zwar sollte man das auf gar keinen Fall einnehmen in der Schwangerschaft, denn es löst frühzeitig Wehen aus und kann wegen dem Inhaltsstoff Aloin zu einer Fehlgeburt führen. Ebenfalls sollte man es nicht in der Stillzeit, während der Menstruation oder bei Kindern unter 12 Jahren innerlich anwenden. Eine innerliche Anwendung sollte ohnehin nach Absprache mit dem Arzt erfolgen, hat einige Wirkungen auf unsere Gesundheit, die könnt ihr gerne auch auf meinem Blog auf www.elenabaron.at nachlesen, die habe ich euch da auch rausgesucht. Auch in der Nahrungsergänzung ist der Stellenwert auch stark umstritten, aber wie gesagt, auch das findet ihr natürlich ausführlich auf meinem Blog. Ich möchte vor allem auf die äußerliche Anwendung eingehen, eben bezogen auch auf die Neurodermitis. Schneidet man die Blätter ab der Pflanze, sieht man im Inneren das feuchtigkeitsspendende Gel. Diese Pflanze speichert ja eine Menge an Wasser. Und damit kommen wir auch zu den äußerlichen Anwendungen, die auch in sämtlichen Kosmetikprodukten genutzt werden. Und zwar wirkt es gegen Sonnenbrände, beschleunigt auch die Wundheilung, hilft Narbenbildung zu verhindern und ist eben gegen diverse Hautausschläge wie Neurodermitis oder auch Akne. Das Gel wirkt entzündungshemmend, kühlend, feuchtigkeitsspendend und wundheilend. Zudem wirkt es eben gegen Juckreiz. Das können wir uns auch bei der Neurodermitis zunutze machen und hilft der Haut, sich zu regenerieren. Man kann das abgeschnittene Blatt über eine Schüssel abtropfen lassen. Das sollte man unbedingt tun und dann kann man das Gel aus der Haut lösen. Püriert man das, kann man das für verschiedene Masken, Peelings oder Cremen verwenden. Auch in Haarkuren oder als zusätzlicher Feuchtigkeitsspender in einem Deo kann man das Gel verwenden. Wenn ihr möchtet, mache ich gerne auch ein paar Videos dazu, wie man eine Haarkur damit machen kann, eine Creme, wie man eine anrührt und auch ein selbstgemachtes Deo, wenn ihr möchtet. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das gerne mit euch. Man kann natürlich das Aloe Gel, das gibt es zum Kaufen, Aloe Vera Gel, man kann sich natürlich auch selbst eine Pflanze halten. Ich habe auch so eine daheim. Einfach ist natürlich, ich zeige euch das dann, wenn man das Aloe Gel einfach in der Apotheke zum Beispiel gibt es das. Hier seht ihr das, ein 97,5%iges Gel und das funktioniert natürlich in der täglichen Anwendung wesentlich einfacher. Genau, da habe ich das nochmal. Ich wollte euch das zeigen, ist ein durchsichtiges Gel, das heißt ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Ich hoffe, ja, das sieht man eigentlich eh gut. Damit kann man sich einschmieren, das spürt man auch sofort, ist eben wahnsinnig feuchtigkeitsspendend. Und oft bei Neurodermitis denkt man ja, und das habe ich auch lange, lange mit meinem Arzt gequatscht, man glaubt ja immer, dass man vor allem fetthaltige Salben schmieren sollte. Hat uns in unserem Fall wirklich gar nichts genutzt und auch mein Kinderarzt hat gesagt, man kommt auch immer mehr drauf, dass gerade bei Neurodermitis einfach der Feuchtigkeitsaspekt in den Cremen wahnsinnig wichtig und essentiell sind. Hier seht ihr das noch einmal, das Gel, man sagt ja auch liebevoll Schneckenschleim dazu und genau, damit habe ich dann eben auch die von Neurodermitis befallenen Stellen von meinem Sohn eingeschmiert. So viel in dem Video auf jeden Fall zu der
Aloe Vera Pflanze und ihren Anwendungsmöglichkeiten. Ihr seht, es ist auf jeden Fall eine breite Palette. Äußerlich habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen auf jeden Fall gemacht, gerade was eben auch die Neurodermitis betrifft. Und ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen, das Video. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch noch andere Videos von mir wünscht. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben oder wenn ihr ein Abo da lasst. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!